Guten Morgen, Nordhof. Heute ist Montag, der 1. Juni 2015. Ja, Sie haben richtig gehört. Juni. In 3 Wochen werden die Tage bereits wieder kürzer und gefühlt hatten wir seit Oktober letzten Jahres bis heute eigentlich immer das gleiche Wetter. Grauer Himmel, Wind und Regen. In der Hoffnung, ein bisschen weiter südlich die Sonne zu finden, bin ich gestern zum Aukhuger Spargelfest gefahren. Aber auch hier hatte die Sonne nur wenig Einsehen. Einzig ein Segelflieger traute sich in die Lüfte, während ein anderer im Vorgarten eines Einfamilienhauses für die Besucher zu bestaunen war. Aber es war trotzdem sehr gut besucht, das Spargelfest, und die meisten sind augenscheinlich in der Hoffnung, dass es trocken bleibt, mit dem Fahrrad gekommen. Wer sich Aukhug gerne einmal von oben anschauen wollte, auch das war kein Problem. Für 35 Euro konnte jeder, der keine Flugangst hatte, für eine Viertelstunde mit dem Helikopter versuchen, seine Heimat aus rund 400 Meter Höhe und bei einer Geschwindigkeit von etwa 140 Stundenkilometer wiederzuerkennen. Ansonsten war es ein buntes Treiben, trotz der mäßigen Temperaturen, die ja gestern eigentlich deutlich höher hätten ausfallen sollen. Heute hat Petrus laut Online-Wetterportalen Folgendes mit uns vor. Neben vielen Wolkenfeldern gibt es auch freundliche Abschnitte, vor allem im Norden des Landes auch länger Sonnenschein. Dabei bleibt es meist trocken und nur ganz vereinzelt sind Schauer möglich. Die Höchstwerte pendeln sich bei 14 bis 16 Grad ein. Der Wind kommt schwach bis mäßig, aber auch teilweise in stärkeren Böen aus Süd und dreht später auf West. So, das war mein kleiner Abstecher außerhalb des Territoriums von Nordhof. Ich hoffe, die Bilder haben gefallen. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, gern am Dienstag wieder zu Ihrem Nordhofer Wetterschnack. Tschüss!